Ich glaube, der ist ja sogar der Second Seed der Space. Auch ein starker Spieler aus den Niederlanden, sehr dominant eben in dieser Region. Hatte Pichu eine Zeit lang, jetzt wahrscheinlich nach dem Patch eher so Only Inkling. Only Inkling, ja. Und ja, hat Niederlande auch so eine starke Region. Wenn es sich mal ergibt, kann man durchaus mal ein Auge reinwerfen. Sehr viele gute Spieler. Meru, Super Sammy, ja. Space. Genau, Loading. Das sind so die vier Giganten, kann man schon fast sagen. Genau. Sind halt die consistent placen. Und auch mal andere Upcomers, zum Beispiel Jesse, auch Jesse, sehr starker Spieler, auch, ja. So sieht der Spieler, ja. Also wahrscheinlich Palutena gegen Inkling. Inkling, ja. Palo Inkling, Matchup, was Jalla historisch gesehen eigentlich ziemlich gut kann. Jetzt allein schon gestern mit dem Win gegen Scythe. Ja. Aber mal gucken, Space halt natürlich ziemlich anders drauf. Was ich halt an Space mag, ist halt, der macht es nicht so offensichtlich, dass er dich halt gerade im Advantage hält. Sein Punish-Game extendet sich halt über eine sehr lange Zeit. Mhm. So, er wartet halt gerne mal, was du machst, aber kann halt genauso schnell umschalten. Okay. Und ja, sobald du Offstage bist, nutzt er mit Inkling auch alles aus. Ja, das muss er auch mit Inkling machen, genau. Würde ich sagen. Hier natürlich hat er mit Palutena einen Teleport, gutes Go-To-Tool. Aber ja, mal sehen. Auf jeden Fall zwei starke Spieler und Space nicht hier, um zu verlieren. Gar keinen Fall. Jetzt FD als Starter Stage. Ja, auch hier wahrscheinlich preferably Jalla gepickt. Ja. Jalla spielt gerne auf FD. Hat er immer. Wird er wahrscheinlich auch noch. Ja, da sehen wir den Inkling von Space. Genau, auch hier wieder einer der doch wenigen Inklings, so hier in der Gegend overall. So, in Deutschland haben wir halt ein paar gute, aber Space ist da halt eindeutig noch die Gap. Ja. So, was hier bei uns in Scythe oder in Vision ist, da ist Space da noch ein Level höher. Ja. Er grindet das Game aber auch echt gut durch und es zeigt sich halt. Auf einem Tournament hatte Scythe gegen Space gespielt und es war sehr einseitig von Space-Seite. Ja. Genau. Er hat den Char halt echt gut raus. Ja. Aber ich meine, so Dittos sind auch nicht so aussagekräftig, wer jetzt besser mit dem Charakter ist. Natürlich, aber Space, es ist halt Mechanics. Space auf jeden Fall ziemlich gut mit Inkling. Ja. Und das auch sehr gut. Space benutzt halt sehr gerne als Checkup vor allem. Jab. Mhm. Und ja, wenn der Gegner irgendwann halt anfängt zu schilden, kann er halt Up-Throw-Up-Air machen. Und auch einer der wenigen Inklings, die Up-Throw-Up-Air ziemlich konsistent treffen. Mhm. Also ist auch sehr beachtlich. Er kennt wahrscheinlich die genaue Präsenz dafür bei jedem Charakter. Becker einfach das beste Tool von Inkling. Der Move ist einfach für so vieles. Genau, solange es klappt, ist halt ein Go-To. Und auch hier wieder 105%. Und das ist halt das Heftige an Inkling. Es ist schwer, den Kill zu finden als Inkling. Aber eben wenn man Up-Throw-Up-Air beherrscht oder generell so gute Condition-Tools hat, genau. Das braucht man halt. Oh, sehr schön. Ja, guter Catch von Jalla. Da geht der Deep. Genau, und solche Offset-Situationen, da muss Jalla pushen. Weil das sind so die Momente, wo du Inkling halt teilweise ziemlich reliable killen kannst. Na gut, geht relativ wenig für den Roller, mehr so für den Movement. Mhm. Ja, Backthrow jetzt oder Upthrow? Ja, und hier auch wieder. Ja. Der kennt die Prozente, der kennt das Buffering. Das sind so die Qualitäten, die Space halt ausmachen. Oh, und sehr guter Rollout. Halt die Hitbox von diesem Upsmash ist so lange draußen, das so denkt gut. Man nicht. Ja. Und die Nair. Ganz die nächste, gekillt. Die nächste wird aber killen. Ja. Ah, okay, gute Idee da. Ja. Oder auch F-Tilt. Genau. Das ist gut, was Spacer gecovert hat. Eigentlich so ziemlich alles außer Rolle. Mhm. Aber ja, wenn halt die Rolle nicht gecovert wird, hat er halt für einen Kill gesorgt seitens Jalla. Er macht auch gerade einen sehr guten Job, wieder die Prozente aufzuholen. Auf jeden Fall. Jetzt Up-Throw. Ja. Ah, guter Air-Dodge hier von Jalla. Genau, hat es etwas delayed. Jetzt aber. Oh, okay, ist für den Air-Gang. Das ist gut, dass Jalla da aber nochmal Air-Dodged. Da halt auch noch den Mut hat. Oh, das war ein guter Spot-Dodge hier von ihm. Ja. Der er geht jetzt für den F-Throw. Wahrscheinlich einfach nur, um Stage-Control zu gewinnen. Genau, F-Throw ist halt auch ein Conditioning-Tool, kann dich schnell in eine Frame-Time-Situation bringen, vor allem mit einer Bombe oder mit einem Jump. Und es ist der einzige Throw, der dich bekleckert mit der Farbe. Ja, ja. Deswegen, genau. Might as well go for it. Und ja, das macht hart viel Damage. Und viel Ink. Ja. Ja, genau. Und schön, ja, ein bisschen Movement. Und auch ähnlich jetzt wie gegen True 4 zum Beispiel. Oh, das hat fast gekillt. Guter Job gecatcht. Okay, gutes Movement hier. Auf der Situation. Sehr gut delayed. Oh, ganz knapp.
Ja. Space benutzt keinen Roller, fällt mir auf. Er geht, sein Go-To ist immer der Up-Throw-Up-Air. Genau. Ich meine, wenn du das natürlich kannst, ist halt so reliable. Ich glaube, in diesem Matchup möchtest du auch nicht wirklich für einen Roller gehen gegen Palo. Was halt natürlich gut für Space ist, mit wunderschönen Backhill-Conversion. Ja. Es ist halt so safe von Shield und das sind halt jetzt schon 50% fast. Und halt eine komplett orange Palutena. Also. Hanne, ein Polygon-Model. Ein Double-Switch-Spielen, ja. Und die halt auch hier wieder ähnlich wie gegen Schufa. Hält sich gerne ein bisschen Advantage, wartet halt ab, was Space macht, gibt ihm ein bisschen Platz. Ist natürlich schwerer, wenn Space sich halt dabei konstant bewegt und halt immer wieder für diesen Check-Up sucht. Und das klappt auch bisher. Ja, schön, dass er nicht für ein Preemptive Grab gegangen. Und jetzt weg, aber gute DI jetzt hier von Space. Ja. Und es ist dann immer wieder erstaunlich, wie lange Yala ein Disadvantage ist, aber wenn er mal rauskommt und der Punish anfängt, nutzt er es halt komplett aus. Er lebt halt von seinem Advantage-Game. Ja, wenn er es halt bekommt eben. Das ist so gut. Ja, und der baut er jetzt. Und es ist schon wieder even. Ja, es ist halt dead even. Hat Space auf jeden Fall ziemlich aus dem Konzept gebracht. Aber auch hier wieder ähnlich wie Medo hat Space auch seine Top-Qualitäten. Die er jetzt wahrscheinlich auch unter Beweis stellen wird. Ja. Um das Game Wonder vielleicht immerhin nach Hause zu holen. Ja, und jetzt. Kommst du mal zu mir? Bist du da? Gute Callouts bisher. Ja, jetzt. Oh, das wird jetzt gefährlich. Space hat ein bisschen Schwierigkeiten gerade zu landen. Ja. Hat sich entschieden, da jetzt an den Ledge zu gehen. Gute Entscheidung auch hier. Er geht sehr viel für diese Short Side B's. Ja. Er geht offstage und dann. Genau. Das hat gegen True4 öfters geklappt. Das ist aber gut, weil er dadurch halt den Jump eben auch noch cancelt. Von daher. Das ist ärgerlich. Das war noch gerade gut geturnt eigentlich. Ja. Space hat halt vorwiegend den Advantage die ganze Zeit. Genau. Aber das hat er gut zurückgebracht. Ja. Leider ein SD am Ende. Ich denke mal, sobald Space das aber erkennt, ähnlich wie True4 zum Beispiel, dass halt Yala immer gerne ein bisschen Platz gibt, sehr defensiv spielt, dann wird Space aber auch viel mehr draus machen können. Space ist tatsächlich ein Spieler, der jetzt gestern ziemlich anfällig auf eben diesem Playstyle war. Deswegen kann Yala da durchaus was turnen. Mhm. Aber bisher, Space braucht halt lediglich diesen Check-Up mit dem Jab oder halt mit dem Grab. Ja. Deswegen auch sehr gutes Conditioning auch seinerseits. So, und wir gehen schon wieder auf FD. Ja. FD again. Counterpick von Yala, man kennt's. War schöne Ferse connected. Und er macht einfach weiter. Genau, hier wieder komplett orange. Die Backers werden jetzt halt auch noch doppelt wehtun. Nochmal schön Damage Stack. Ja, kommt er noch zurück. Ja. Ja. Starker Prozentaufbau. Oh, sehr gut, dass er auch für die Dash Attacks geht. Einer der wenigen Sachen, die halt auch Inklings Zeug tatsächlich besiegt. Vorabwehr wird connecten. Genau, und jetzt halt schön Punish State für Space. Besser schauen, was er macht. Gute Entscheidung dafür, in Downsmash zu gehen, auch wenn es leider nicht ganz geklappt hat. Ja, schön von Würden, aber es reicht noch nicht ganz. Ja, sehr gut, die Alter von Yala. Hat sich auch ein bisschen gestellt. Hätte er vielleicht eine Get-Up-Attack machen sollen mit Full Invincibility. Genau. Bin ich nicht sicher, wie die Range von Palo ist, aber ich denke, müsste da connected haben. Ja, müsste. Ein bisschen misspaced. Jetzt muss er leider dafür den Stock hergeben. Ja. Ja, ist ein schöner Konter. Und das ist halt das Gute an Yala vor allem. Weil, auch wenn Space jetzt erkennt, dass er gerne mal zurückgeht, es gibt immer so die ein, zwei Momente, wo Yala endlich mal so pusht. Und das sind halt die Mix-Ups, die halt ironischerweise teilweise Staples von anderen Spielern sind. Ja. Und die mal hier unter anderem Kills geben können. Das war auch sehr knapp, auch sehr schön die Alt von Space. Ja. Kein Jump on Deck. Muss er wieder offset gehen mit der Nair, aber. War schöner Parry jetzt hier und direkter Punish. Genau, 50% auch hier wieder. Jab ist auch echt so gut. So viel Ink, so viel Damage. Ja, es ist so ein gutes Tool. Und du verlierst auch gar nicht mal so viel Ink dadurch. Guter Jump an der Stelle, wahrscheinlich fast schon optimal. Und auch gut die Recovery Delay, nicht von der Nutra her. Genau, der weiß halt, was so seine Schwächen an der Stelle sind. Oh, das. Okay. Gut gedriftet. Ja. Hat ihn kurz auf Guard erwischt, weil die Windbox von Palutena tatsächlich noch ein bisschen länger draußen bleibt, auch wenn die eigentliche Hitbox schon vorbei ist. Ja. Kann einen doch schon durchaus erschrecken. Na, geht von Abform. Und schon wieder, er kriegt es halt so konsistent hin. Genau.
Und das Gute ist halt auch, er hat halt hier noch zwei Fliegen mit einer Klappe. Hat wahrscheinlich auch rein die Alt, der Yala. Deswegen kann er das auch viel besser chasen und teilweise auch bei noch höheren Prozenten eben treffen. Genau. Also erstaunlich, wie du schon meinst, wie er das halt konsistent connecten kann. Man muss halt sowohl auf die Eye achten beim Throw als auch beim Hit selber von der Up-Air. Und auch gerade eben, das war so gut von Space, ich gehe davon aus, das war intended, dass er da mit der Side B hin und wieder einfach mal so eine kleine Spur hinterlässt. Das heißt, wenn Palutena ihn treffen sollte mit einer Combo, ist sie zu langsam, um die nächste Nair zu treffen. Genau. Also schon IQ ist im Spiel. So, jetzt ein ganzer Unterschied. Up-Throw, das sitzt halt alles bisher. Also Space gerade so on fire. Jetzt? Okay, da wollte er für ein Two-Frame gehen. Back-Air? Nein, aber Back-Air hat connected. Ist nicht leise. DDI ist auch on point gerade. Ja. Ich wäre wahrscheinlich gestorben. Muss halt sein. Nice. Oh, schönen Double-Catch. Genau, schöne Call-Outs bisher. Und hier auch wieder die Spur ein bisschen hinterlassen, damit er halt Safe Ink aufbauen kann. Aber er geht sehr selten für Roller, muss man sagen. Ja, er benutzt es halt einfach als Tool. Aber er klappt doch bisher. Oh, das war ein sehr später Kill. Ja. Aber hey, happens. Oh, sehr schön dauert noch die Reaktion. Muss er einfach nur auf den Fehler von Yala warten. Ja. Ja. Genau, ja, und hier auch. Einfach just in case. Er verliert halt nichts dadurch. Backthrow? Oh, ja. Das ist schön. Hat er schön den Backdash geredet, aber das reicht noch nicht ganz. Ja. Leider gar nicht so wirkliche Killforce als Inkling. Wobei bald kommt aber Palo in Prozent, wo Downfall killen würde. So ungefähr bei 210, denke ich mal. Aber hier ist immer nötig, die Backer macht's. Die Backer macht's. Schnell, safe on shield. Das ist halt der wenig Lag und es killt. Definitiv also der beste Move von Inkling. Ja. Gut, okay, es waren 200%, aber er kann killen. Aber ja, Inkling hat eigentlich so. Eigentlich nicht wirklich schlechte Moves. Mir wird nur F-Tilt einfallen. F-Tilt ist ein bisschen hart. Up-Tilt ist auch nicht der beste Move. Ja, ist halt. Kannst halt High Profile machen, I guess. Aber ist halt. Inkling hat so viele Tools. Ja. Long Lasting Hitbox, schnelle Hitboxen. Einfach overall ein so gutes Kit. Ja. Der und, Charakter. Genau, und sehr viel Plus bis Null auf Schild. Das war eigentlich sehr wenig im Minus. Das ist echt stark. Und dann auch gutes Edge Guarding dazu. Also definitiv Contester für Top 5. Genau. Auf jeden Fall. Vielleicht sogar noch Top 3. Ich bin mir. Inkling wurde halt gar nicht getoucht. Ja, das ist, halt ist halt vor allem sehr wichtig. So Spieler wie Space oder hier zum Beispiel aus dem Ausland Kosmos profitieren halt stark davon. Definitiv. Oh, das ist viel Damage. Ja. Viel Ink. Gut, dann trotzdem noch raus, die halt. Hat er wenigstens noch die Sub 40. Ah, das ist jetzt noch doppelt hart. Auch die Splatbomb benutzt er sehr gut. Ja, auf jeden Fall. Für Coverage. Aber ja, und das ist halt das Gute an Space. Wenn Space im Advantage ist, also vor allem auch so 2-0 Game Lead, der ist da so. Der kann da halt so durchbrechen auch. Deswegen ist halt gut, dass Yala den Playstyle so hat, wie es ist. Mhm. Weil es halt so ziemlich. Es ist halt sehr konsistent. Das heißt, er ist halt nicht so anfällig auf eben diese Hyper-Aggression. Genau. Ein guter Air-Dodge jetzt, um die Backer zu wollen. Oh, sehr guter Chase. Hätte fast den Call-Out bekommen. Bis jetzt noch kein Roller getroffen in den Matches. Ja. Aber hey, vielleicht wenn es wichtig wird. Oh, schöner Call. Das hat er so gut gemacht. Das war ein richtig guter Read hier von Yala. Gute Entscheidung, da für den Downfall zu gehen und dann auch noch hier mit dem Jump. Mit dem Wait und dann den Jump gesehen und direkt mit der Up-Air hinterher. Genau, könnte halt Space aus der Ruhe bringen, aber auch er wieder. Es passiert halt jedes Mal wieder. Er wird es halt nicht droppen. Ja. Das ist also gut, aber wie gesagt, es ist halt echt schwer zu hitten. Es sieht halt so leicht aus, wenn er es macht. Er muss Yala aber auch ein bisschen mehr Movement einbringen. Er wird zu oft gegrabbt, finde ich. Genau. Er wird zu oft gegrabbt, das ist das Ding. Das Fläche hier ist aber, sobald Yala versucht, auf dem Boden ein bisschen mehr sich zu bewegen, hat halt Space auch wieder die Jab-Checkups. Ja, Grounded ist halt Inkling, hat zu viele Optionen. Ja. Und er ist auch noch Low Profile beim Dash. Ja. Ah, okay, diesmal nicht. Hat er vielleicht auch ein bisschen abgewartet auch hier. Hat jetzt auch ein bisschen wenig Ink on Deck, also. Die nächste Bombe wird halt gerade so reichen. Ja, schöner Tomahawk jetzt gerade hier von Yala. Genau, und connected wieder. Aber es geht auch gar nicht. Und er geht schon wieder für den Grab. Ja, okay. Gute Entscheidung noch für den Backthrow zu gehen. Einfach mal ein bisschen Ink zu chargen. Ich glaube, er wusste auch in der Situation, Up-Throw-Up, er wird jetzt nicht funktionieren. Ja, oder zumindest muss es halt nicht, wird er eh nicht killen. Oder wäre nicht optimal. Genau. Er würde es halt stay. Ja. Ah, und das ist auch wieder starke Prozente. Das spielt auch so systematisch. Oh, hier wieder. Gar nicht Center Stage. Da lässt sich Space tatsächlich auf Yalas Game ein, aber macht halt daraus das Beste. Er trifft halt die besseren Entscheidungen. Und damit Yalas Gameplan funktioniert,
muss Yalla halt teilweise riskante Entscheidungen treffen. Ja. Wenn sie klappen, ist der Reward natürlich sehr gut. Aber naja, kann halt natürlich auch wie jetzt sein. Was halt ziemlich schwierig aussieht. Also ja, ist halt noch zusätzlich halt Tournament Stock. Genau. Sieht nach einem Clean 3-0 aus. Ja, was okay. Space vor allem ausmacht, er scheint richtig viel Ahnung von seinem Charakter zu haben. Oh ja. Er kennt die genauen Percents, er weiß, in was für einer Situation er welche Moves machen muss. Genau. Hat er weiß, wie er Edgeguarden muss. Ja. Die Fair Edgeguards wollen sehr gut von Space auch. Okay, Free Damage. Und oh ja, also, ja, das ah, war ja. Das war ein Clean 3-0 hier von ja. Space. Und ironischerweise, wie vorher gesagt, der Roller, wenn er wichtig ist, dann trifft er. Ja, ja. Damit er trifft nicht What? Einmal im Match. So ist aber es. Aber wenn. Zum Abschluss nochmal schön. Ja. Aber Yalla trotzdem doch ziemlich gutes Placing. Solides ich glaub, Showing auf jeden Fall. Ich meine, 9. wurde der jetzt. Scythe besiegt auf seinem Weg. Ja, Scythe auf seinem Weg besiegt. Und bei so einem Stack-Tournament auch gar nicht so eine schlechte Performance gegen hier gegen Space. Aber ja, auch hier wieder. Space, glaube ich, jetzt auch schon in Top 8, meine ich. Ja, Top 8 Losers ja, müsste das sein. Top 8 Losers halt, also auch, fängt Top 48 Losers an. Jetzt sogar noch davor ein bisschen. Und rockt das ganze Bracket durch. Also alles Trios bisher, glaube ich. Ja. Einschließen mich. Das war schon hart. Im Losers Rush, der kommt der durch, ja, der Junge. Ja, ja, absolut. Also der ist auf jeden Fall heute einer der Favoriten. Hat sich von gestern ein bisschen erholt. Nochmal Reset gehabt. Und Inkling erlaubt ihm aber auch so viel Zeug. Definitiv. Ich würde mal ja, gerne einen Blick aufs Bracket werfen. Yo, wenn du das kannst, wäre das auch für mich mal ziemlich gucken, gut. Ob ich hier genug Internet habe. Poging Kakko. Okay.